Ardha Urva Mukha Paschimottanasana ist die umgekehrte Vorwärtsbeuge bzw. die Vorwärtsbeuge, bei der du nach oben schaust. Urdhva Mukha heißt nach oben schauend. Du bist praktisch im Flug und im Flug fasst du mit den Händen an die Füße. Du könntest dabei die Zehen entweder ganz auf den Boden geben, damit ist es noch mehr mit Halasana, oder du könntest versuchen, den ganzen Rücken am Boden zu halten und dabei die Zehen so tief wie möglich zu geben. Wenn du die Zehen so tief wie möglich gibst, ohne den Boden zu berühren, ist das Ardha Urdhva Mukha Paschimottanasana. Wenn es dir gelingt, die Zehen ganz auf den Boden zu geben, dann ist es Urdhva Mukha Paschimottanasana. Beides Vorwärtsbeugen und letztlich auch Flugvariationen.